sollst es als Erste erfahren. Ich werde ein Kind bekommen. Du bist schwanger? Noch nicht. Aber ich arbeite dran. Eine Befruchtungsparty? Sowas macht eben nur Cassie. Ich bin Roland, der Spender. Und ich bin Cassies bester Freund. Ah, mach doch nichts. Was hast du gegen meine Spermien? Du bist leicht neurotisch. Du hast deine Chance bei Cassie vermasselt. Sie hat dich unter guter Freund abgelehnt. Wer macht sowas? Entspann dich. Das machen heute alle so. Sag mal, ist die desinfiziert? Du glaubst doch alles, Wally. Debbie, lass den Quatsch. Wally, ich hasse es, wenn du trinkst. Du verlierst total die Kontrolle. Du warst hackedicht gestern Nacht. Ich kann mich an nichts erinnern. Hey, Wally. Stell dir vor, wir ziehen wieder zurück nach New York. Mein Schatz, das ist Onkel Wally. Hallo. Hallo, Sebastian. Ich denke, ich habe eine zyklotymische Störung. Okay, was hatte ich dir gesagt über Medizinseiten im Internet? Hast du Lust auf die beste Ente auf der ganzen weiten Welt? Weißt du, was sie mit den Enten in den Wasservogelzüchtereien machen? Ja, ich habe extra angerufen und habe sie vorbestellt. Er ist ein Sturkopf. Da gibt's so gewisse Ähnlichkeiten und Zufälle. Er sieht ihnen sehr ähnlich. Du glaubst doch nicht, ich hätte sie vertauscht. Also Rolands Zutaten mit meinen... Hey! Ich habe Cassies Eierstöcke beschissen. Au, oh, wie uncharmant. Ich dachte, das Allerwichtigste wäre es, Cassie zu sagen. Ich muss mit dir reden. Was treibt er da? Ich hab Angst! Ich erledige das. Roland ist da. Komm, bitte sei nett. Es ist ein Albtraum. Er will Ratschläge, wie er ein besserer Vater sein kann für meinen Sohn. Ich finde, der Mann ist ein Fehler. Hör bitte auf, die Situation rolliger zu machen, als sie ist. Sekunde, hast du meinen Namen gerade als Adjektiv benutzt? Ja, allerdings. In Zukunft verbringen wir sehr viel Zeit gemeinsam. Wieso, Onkel Wally? Weil ich, ich bin... Sie ist das Licht in meinem Leben. Sie ist meine Seelenverwandte. Ich denke, ich habe Gefühle für sie. Ach ja? Das denkst du ja? Ihr beide kennt euch erst 13 Jahre. Mach sofort die Tür auf. Kommt dir das bekannt vor? Ich habe Anflüge von Hypochondrie. Was ist das? Da denkt man, man hat Krankheiten, die man gar nicht hat. Oh mein Gott, das habe ich. Ich gratuliere dir, du bist Vater.